Hallo und herzlich willkommen zurück zu Subsistence. Und wir haben da immer noch den Bär und der Monsun. Er zoomt. Ja, das kann nicht sein. Ich werde den einfach nicht los. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich könnte jetzt versuchen. Nee, ich weiß es nicht. Der macht uns doch weg. Aber volle Möhre. Da kennt er doch ja nichts. Ist kacke. Ich wollte eigentlich Holz sammeln. Ich müsste, wie gesagt, die Plattform noch gehen weiter. Also quasi, wir machen doch drei. Ich habe so ja schon so überlegt. Ich habe da Sachen gesehen, die würde ich gerne mal ausprobieren. Und zwar würde ich gerne meine Base auf Wasser bauen. Also quasi so ein Steg Richtung Wasser und dann auf Wasser und dann zack, bums. Das wäre cool, wenn das funktionieren würde. Nur leider haben wir ein Problem. Diesen Kacker da. Und die könnte jetzt da abhauen. Das Problem ist, es ist scheiß Wetter. Was ist hier los? Ich hab doch keine Zeit. Nun mach doch mal hier. Und solange ich hier stehe, scheint der ja nicht so aggressiv zu sein. Also sage ich jetzt mal so, ich pack mal kurz die Munition ein. Machen kann ich mir nicht mehr, wa? Alter, das ist so ein Scheißwetter, ich sage euch. Gut, drei Kugeln. Ist nicht Fälle, aber... So lohnt sich doch das Sterben. Alter, ich kann doch jetzt nicht los. Ihr könnt ihn mit der Angel verbrühen. Alter. Das ist mir ein bisschen zu nah. Kannst du mal ein bisschen... Das ist nicht dein Ernst. Jo, also wir werden bis jetzt hier Zeit verbringen. Der hat einen hässlichen Arsch. Ich kann doch jetzt nicht hier... So, und was ist, wenn der jetzt hier hochkommen tut und neben uns stehen tut? Okay, dann wäre er jetzt schon aggressiv, wa? Ich glaube, das Ding rettet uns gerade. Gut, jetzt haut er da vielleicht ab. Nee, jetzt kommt er hier rüber. Also langsam finde ich die Ecke echt kacke. Snacken wir uns die Munition und überlegen uns später, wie wir da rufen. Die noch hier Zeit verschwendet. Alter, das kann nicht wahr sein. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich so kacke habe. So, und wie ist es jetzt, wenn ich jetzt da hinrenne? Der ist doch dann aggro auf uns. Und wenn ich dann da hochspringe, ist es dann wieder vorbei? Oder wie? Na gut, ich werde mal hier wahrscheinlich schon wieder eine Vorspulfunktion machen. Ich werde hier ein bisschen Holz sammeln. Also, bis gleich. Da ist noch Eisen. So, also, das ist dann doch schneller dunkel geworden, als ich gedacht habe. Jetzt ist es kalt und ich habe jetzt 10 Bretter und da kommen noch welche dazu. Aber wie ihr seht, es wird schon kälter und das Problem ist, wie ihr sagt, Problem Tettebär ist glaube ich noch da. Alter, ich hoffe, dass wir jetzt da hochkommen. Und vor allen Dingen, dass ich halt mit bei hab für ein Feuer. Alter Scheiße, ich sehe den nicht. Das ist nicht gut. Da ist er. Ach, das ist scheiße. Das ist nicht cool.
Dude. Ja, mach dich weg. Keiner will dich. Reicht das in der Nähe, wenn ich bei der Base bin? Kann ich da unterkrauchen? Wenn ich den jetzt so anballer... Gut, jetzt muss ich mir was einfallen lassen, weil der... Ja, ich sage doch. Hey, hey! Lattet! So, ich würde mal sagen, Aktion Bär ist hier Lung. Alter! Gut, das hat jetzt ein bisschen Munition gekostet. Und ich muss mir den nächsten Jans trinken Hammer bauen. Der Kack hat das kaputt gemacht. Gut, jetzt aber Holz rinnen. Zündli habe ich jetzt ja nicht. Ist aber kein Problem, können wir uns herstellen. Alle, ja, kein Problem, das kriegen wir schon hin. Der Dude ist, ich habe jetzt auch was zum Essen. Wie kommt denn das da? Alter, ich habe jetzt hier noch Material mit bei. Ihr könnt mir jetzt rein theoretisch auch eine Schrotze bauen. Bringt uns zwar nichts, wir haben keine Schrotzenmunition, aber ihr könntet. Wir sind frei. Scheiße. Was kostet der denn? Ja, und der kostet jetzt so 3 Leder. Nö, das mache ich später. Das muss ich später reparieren. Ich brauche... Ach, scheiße, jetzt habe ich die ganze Holz darin geschmissen. Gut, Ofen ist in Mache. Das kommt dann weg. Aber ich habe da eine Idee. Vielleicht kriegen wir das doch noch irgendwie repariert. Ich habe da so eine Idee. Warte mal. Man kann das doch... vielleicht ist es danach Villajans. Ich weiß es nicht. Wir werden es ausprobieren. Vielleicht kann man so ein bisschen cheaten. Nee, schade. Ach, Spiel. Es war klar, dass es uns das nie einfach machen tut. Wie gesagt, kein leichtes Spiel. Und das wird auch eine Weile dauern, bis wir hier alle fertig haben. Ja, wie gesagt, also wir machen jetzt hier noch einen ran. Würde ich mal sagen. Denn zwei nach hinten. Alter, das wird jetzt ja schon viel zu groß für den Anfang. Na gut, die machen uns ja die Base nicht kaputt. Ihr seht, das Einzige, was die Base angreifen tut, sind wir und die Bären. Ja, das wird nämlich nicht der letzte Bär gewesen sein. Geht mal davon aus. Hätte ich mal gleich so machen sollen, wa? Hätte uns viele, viele Zeit gespart. Naja. Machst du erstmal eine Streitdecke, kurz vor Verhungern. Ihr seht, es läuft. So, und da ich... Hey, ich hab eh nur Schrotzenmodi. Und da ich nie weiß, ob das Decken tut, esse ich das immer schön nach und nach. Genau. So duscht habe ich nicht, aber hier die Seeds können rinnen. Das brauche ich nie, brauche ich nie, brauche ich nicht. Nie. Ah, nie. Also ich könnte jetzt schon wieder... Da wäre doch jetzt... Da mache ich jetzt noch ein, zwei... Moment mal. Na, Kabin, was ist denn? Was machst du denn nun? Also, ich habe mir gedacht, ich baue jetzt noch mal 2 Fundamente. Alter, ich habe jetzt wirklich ein, 2 Bäume geknatscht und das ist das Resultat, oder was? Gut, ich wusste, dass es nicht einfach wird. Muss ich mit leben. Alter, das Schönste, das ist das letzte Mal, dass das Ding hier brutzelt war. Jo, das Problem ist jetzt, ich hab kein Eisen mehr. Das ist kacke. Oder beziehungsweise, ich hab zu wenig. Und das auch. Und Munition ist jetzt Arsch. Hey, es wird wieder Tag. Ich hab gedacht, das ist schon der nächste Bär. Ja, dann raste ich aus. So, die Knarre lasse ich erstmal hier. Wie gesagt, ich lasse jetzt alles so weit hier, was ich nicht brauche. Ich glaube, das ist eine gute Idee. So, ich würde mal sagen, ich habe ja wieder die freie Wahl hinzugehen, wo wir wollen. Ich gehe erst mir mal eine Made besorgen.
ein aufregender Tag. Also für uns, für die Bären weniger. Ich hab da was vergessen. Aber jetzt ganz schnell. Ich kann ganz schnell da hinten losgehen. Wichtigste Regel hier. Hände waschen. Nach dem Abschnetzeln. So. Gut, ich hätte eigentlich auch hier das nehmen können, aber ist jetzt erstmal egal. So, warte mal. Das Knallen war jetzt hier ran. Genau. Dann bauen wir nach hinten raus und dann bauen wir unser Beet auf Wasser. Bis dahin ist, glaube ich, noch eine lange Reise. So, wo waren wir stehen geblieben? Achso, Holzlupen. Ich mach mal wieder einen Cut, wa? Das könnte wieder eine Weile dauern. Also, bis gleich. Da sind wir auch wieder. Also ich habe jetzt hier so weit alt abgefarmt. Also hier, was, nee, ist hier die Bäume alle. Ditte vor der Hütte und da drüben. Also das ist die magere Ausbeute. Und da drüben konnte ich nicht mehr so viele machen, weil, wie gesagt, da haben wir ja eine Nacht rumgefarmt. Das ist jetzt nicht das, was ich erhofft habe. Sag mal, ich könnte doch rein theoretisch, ich sollte mir mal langsam Bogen bauen, wa? Das wäre jetzt nicht das Schlechteste, Ding. Dann verbrauche ich mich nicht die ganze Zeit. Unsere wertvolle Munition? Ich glaube, das ist ja nicht mal das Schlechteste. Und ich verbrauche weniger Holz. Ja, also, wir können jetzt ein paar Fundamente bauen. Ich hätte mal die ganze Zeit das auch verarbeiten können, ich hält. Rätsel, das wollte ich mit euch machen. Alter Falter. Kruzifix. So, ich hoffe, das Feuer ist jetzt langsam ein bisschen entbrutzelt. Dann können wir endlich den Ofen da hinsetzen. Und dann können wir endlich looten. Nee, das Ding, das brennt immer noch. Scheiß drauf, wisst ihr was? Wir looten jetzt. Es wird schon von alleine aussehen. Und wie gesagt, ich brauche die Größe. Was ist das da hinten? Das ist ein Wolf, ne? Es ist ein Wolf und da ist Eisen. Primstens. Sag ich da nur. Das ist mir. Gut, ich würde mal sagen, die Hälfte des Tages ist schon verplempert. Wie sieht es nahrungstechnischerweise aus? Könnte besser aussehen. Naja, gut. Machst du erstmal nicht. Vielleicht finden wir ja eh in zwei Kisten, wo ein Schokoriegel hier drin ist. Ich sag mal so. Die Möglichkeit besteht, aber ist unwahrscheinlich. Aber ich nehme die Herausforderung an. So, shit. Wir müssen nochmal schnell zurück. Shit, das haben wir ja schon gemacht. Wir haben ja kein Dietrich mehr, wa? Scheibenkleister. Können wir uns noch eben herstellen? Ich hoffe, die Kiste wartet auf uns. Ich bräuchte einen Dietrich. Ja, das ist die zweiteste Kiste. Das ist die zweite Kiste. Was ist denn hier los? Es ist ein Blatt. Es ist weg. So, warte mal. Ich muss mal kurz entfernen. Entfernen. So, du. Du holde Ding. Oh. Gut, ich würde mal sagen, wir stellen uns Kindrich her. Und ich schmeiß jetzt mal unseren Ofen weg. Gut. Hat jetzt nicht so geklappt, wie ich mir gedacht habe. Alter, shit. Ich habe gedacht, wir können uns jetzt einen Dietrich erstellen. Naja. Eben nicht. So, ich stelle das mal nicht da direkt davor. Ich mache das mal hier so neben. Ist das Ding nicht putzig? Der Geile ist, der frisst weniger Holz. Und hält länger.
krass. Und da ist Stütte. Die kannst du da auch hinschmeißen, denn die kannst du einmal schmelzen und dann hast du hier Fett und dann kannst du da quasi theoretisch neue Zündis bauen. Also, it läuft. Schade. Gut, wir bräuchten jetzt so ein Schmelzdings. Was kostet denn der? Ja, ich bräuchte dann auch eine Picke. Sag mal, was kostet eine Picke? Oh. Ja, ein schöner Riemen nicht. Ich glaube, das fällt erstmal aus wegen Isni. Ja, ja. Das fällt doch nicht aus wegen Isni, weil ist möglich. So, das dauert ziemlich. Wow. Das ging ja ganz schön schnell. Also, rein theoretisch bräuchte ich jetzt Ditte. Jetzt, seit wann brauche ich denn Ditte? Seit wann brauche ich denn für Ditte Ach nee, ich brauche Ditte. Mhm. Krieg hin, krieg nicht hin, dauert eine Weile. Ab, Kabin, zieh einen Finger. Heute wirst du ein bisschen rumgerannt, ein bisschen Holzgeklopft. Was ist denn hier los? Machen wir hier ein bisschen Trieb. Kann ich auch mitnehmen. Schade. Schade, schade. Gut, machst du nicht. Kannst du nicht machen. So. Na gut, wir können aber auch schon mal wenigstens die Größe, falls wir was sehen und daran denken, können wir schon mal einsammeln. Ist auch schon mal was. So, die Sonne ist jetzt da und die geht ja da rum. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ein kleiner Büschel. Ein Haarbüschel. Streichhölzer. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Tu mir gefallen. Ruhig. Das ist ja auch gut. Da ist Kiste und da ist ein Wolf. Das ist nicht so gut. Hey, Eisen. Du kommst mit mir. Du hast noch Leben bleiben. So, und das sieht da aus wie eine Karotte. Ist. Es ist eine Karotte. So. Seeds. Hätte ich jetzt essen können, aber wie gesagt, Karotten findet man. Ja, semi-selten. Also oft. Ich mache das lieber später zum Pflanzen. So, da ist ein Eisen. Und da ist noch eins, aber wo ist denn jetzt der Wolf hin? Das Risiko. Gut. Alter, nicht schon Villa. Also zur Zeit, ich weiß nicht. Wettertechnischerweise ist das hier nicht so gut. Aber hey. Ist nicht, da ist ein Bär, den habe ich gesehen. Oh, wenn er sich versucht zu tarnen. Da ist eine Kiste! Die würde ich mir gerne gönnen. So, Kabi, nicht rennen. Ausdauer. Verbraucht Nahrung. Geht ruhig an, hast du gesagt. Macht dir keinen Stress. Das wird schon. Jetzt unsere Picke ist fertig. Tada! Ist die nie Schnicke? So, warte mal. Ihr seid auch bei dir, Schichte. Ich bin auf dem guten Weg. Drei Stück noch. Alter, der Wind, Alter, manchmal hat das so ein Zwischengeräusch. Da denke ich mal an einen Wolfknot. Also, ich bild mir das ein. Gut, ich muss vorsichtig sein. Auf der anderen Seite des Felsens. Da ist der Bär. Da steppt der Bär. Und ich will den nicht steppen sehen. Vor allem nicht auf unser Gesicht.
Also lootmäßig, es könnte schon einen Ticken besser werden. Und ich glaube, damals konntest du dir einen Server auch stellen. Und dann konntest du es so ja noch einstellen. Aber das geht jetzt nicht mehr. Ich glaube, es hätte Alpha 55 oder so. Ich weiß es nicht genau. Kannst du das nicht mehr anstellen. Ich glaube, der fängt Level an zu regnen. Lasst uns doch ein wenig Zeit. Ich habe schon so lange eben gewartet, dass wir... Oh, da ist ein Dreierwolf. Und da ist eine Kiste. Krise. Wenn ich mir anschleiche, müsste ich das so ja kriegen. Ich mach so ja einen riesen Bogen drum. Weil wie ist er? Oh. War das jetzt ein Bär oder war ich das? Da ist ein Wolf. Spiel, du hast keine Gnade. So, wo ist der andere Wolf hin? Scheiße, der fängt doch gleich wieder an zu regnen. Was sieht das so aus? Quasi. Da ist der Wolf. Von Regen in der Traufe. Mhm. Gut, na gut. Wie gesagt, nichts überhasten. Mit der Tic-Tac bin ich eigentlich ziemlich gut gefahren. Ich geh kotzen. Da ist der nächste Wolf. Ich geh nach Hause. Ich hab keinen Bock mehr. Wartet mal ab, bis der Munitionspegel steigt. Wollte ich gerade sagen. Ich geh mal in eine andere Richtung. Ist mir scheiße. Ja, ich hol mir jetzt einen Arsch. Arschbombe. Sandstein, das ist auch gut. Für später. Nimm ich einfach mal mit. Tada! Moment mal. Ich brauch doch grün. Seetang ist grün. Und gibt Nahrung. So, warte mal. Ist hier noch irgendwo was? Da drüben. So, komm her. Schmackofatz. Ja, ein bisschen. Es bringt ein bisschen was. Da ist auch noch einer. Den gönnen wir uns auch noch mal. In der Not frisst der Kabin fliegen. So. Na, komm raus. Schnicke. So, das kann ich nicht machen. Wir könnten jetzt, wenn wir mal zurückkommen. Wartet mal kurz. Ich weiß, jetzt verbrauche ich schon wieder ein Dings, ein Seil. Jetzt brauche ich wieder ein mehr. Für unseren Bogen. Aber ich guck mal. Fisch ist ja nicht so unwichtig. Gerade jetzt. Hey, eine Beere. Es geht voran. Gut, also heute ist schaffungstechnischerweise bis jetzt nicht so doll. Wir wissen, es könnte besser sein. Moment mal, ich kann doch eigentlich... Nee, ich habe ja ganz Nähe zu Hause gelassen. Alter, 22 Bretter haben wir schon. Und warum klopp ich eigentlich nebenbei kein Holz? Habe ich ja schon eine ganze Weile nicht mehr gemacht. Ja, schade, dass man nie hochsetzen kann. Also, man muss ja nicht hier so kloppenmäßig mehr Holz rausbringen. Das würde ja schon reichen, wenn du den Stuff hier halt des Baumes hochsetzen tust. Also quasi, dass du keine 3 Holz kriegst, sondern 6 oder 8. Ich bilde mir schon wieder Sachen ein. Das würde doch schon reichen. Ich bilde mir nicht ein, da steht der Bär. Ich sehe ihn. Aber bis jetzt ist er noch nicht pisst. Ich lasse ihn mal in Ruhe. Dann lässt er uns für uns vielleicht auch in Ruhe. Nee, nee, du willst in eine andere Richtung. Das sehe ich an deinem Pelz.
ansonsten nichts. Also, ich muss hier stehen. Also jetzt ist es gerade richtig surviving, weil loot-technischerweise ist das gerade nicht so der Bringer. Alter, der Ast da. Da. Ich hab gedacht, da steht ein Wolf. Ich hab bloß aus dem Augenwinkel gesehen. Rundung, dunkel. Der Grüne habe ich außer Acht gelassen. Hey, da ist eine Kiste. Und das ist schon der Beweis. Da fängt der Wahnsinn an. Trinken, Newton, haben wir was für. Das snacken wir jetzt. Ja, wie gesagt, also wir lassen uns aber auch nicht stressen. Wir lassen es ganz ruhig hier angehen. Es dauert so lange, wie es dauert. Ganz einfach. Und dann können wir eh nur starren. Wir könnten produktiver sein, aber nee, könnten wir nicht. Wir sind eigentlich produktiv. Das ist alle gut. So. Das sieht auch geil aus. Ob man da oben hätte was bauen können. Und dann stellt mir so vorne Schräge, wenn man das da ranbauen könnte und dann so. Da. Oh, da. Ich geh mal da lang. Aber krass wäre schon. Ich hab so ja schon so überlegt. Also nicht bloß wassermäßig, sondern ob man nicht oben auf dem Stein irgendwie bauen könnte. Mann, du Kacker, da ist eine Kiste, die ich hätte brauchen können. Nein. Gut, heute mal seine Kiste. Wir sehen uns wieder, du Penner. Ja, da habe ich auch schon so überlegt, ob man da irgendwie nicht so eine Treppe hochbauen kann. Dass die an der Seite hängen bleiben tut. Ich würde das gerne probieren. Das wäre aber dann eine ziemlich große Base, wenn wir da von Felsen ins Wasser reingehen. Oh, Alter. Ich glaube nicht, dass das technisch mäßig, holzmäßig so schnell machbar ist. Was habe ich denn jetzt überhaupt gekriegt? Eisenerz. Ich habe ein Eisen. Da ist eine Kiste. Yay. Alter, das sieht wirklich schon wieder zu. Das ist nicht cool. Also irgendwie habe ich hier voll die Wetterseite. Erstmal ein Appel, du. So, aber dürfte doch jetzt eigentlich halt respawned sein, ne? Yep. Das heißt, ich kann mir so ja nochmal eine Male holen. Wisst ihr was? Wir werden jetzt nochmal schnell uns die Fische holen. Und dann angeln. Oh, Alter, da ist eine Kiste. Ich hoffe, die Materialkiste, die hält noch eine Weile aus, aber ich glaube, die ist so gerade erst gespawnt. Ich wollte gerade sagen, ich habe sie nie gesehen. Aber das hat die Fälle zu bedeuten. So, jetzt aber hin. Und gönnen sie dir. Naja. Man muss sich auch mit Spielzeug zufrieden geben, ne? So, na, ist das schön. Schön bärfrei. So, warte mal. Dann muss ich nochmal so ein Ding bauen. Habe ich in der Kiste. Kommst du raus? Ich will mit dir spielen. So. Na denn, wa? Flup. Und da hat das Flup gemacht. Ja, die Frage ist bloß, wie lange das dauert. Wow.
Da irgendwie, also diesmal geht das mit dem Fischen ziemlich schnell. Und die Kopik habe ich schon wieder am Barsch. Leck mich am Arsch, das ist ein Barsch. Da kommt der nächste Bär, ich krieg eine Krise. Ich hab doch ja nicht so viele Munition. Geh mal weg. Mir ist auch völlig egal, wohin. Nur nicht in unsere Richtung. Ja, 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 ja. Ich sollte dann auch mal langsam kicken. Wegen Klamotten. Also ich bräuchte eigentlich Baumwolle, ne? Würde ich jetzt so sagen. Gehen wir gleich mal nach. Der Problem ist, Baumwolle kannst du bloß pflanzen und dazu brauche ich Dünger. Und wie gesagt, Dünger, glaube ich, krieg bloß, wenn ich mir so ein Hühnerdings baue, so ein Hühnerstall. Und dazu brauche ich Dünger, wie gesagt, und den krieg, wie gesagt, bloß aus dem Hühnerstall. Und da weiß ich noch nie so ganz. Das scheint wieder ein größerer zu sein, wa? Hey. Er hat sich bloß groß getan. So, dann machen wir unser Jutstit-Stück an. Schmeiß mal gleich so rein. Oh, ich komm, entzünde er. Wie gesagt, das Ding, das hält richtig lange. Da kannst du dann auch weggehen und kommst wieder, dann brennt es immer noch. Sehr unwahrscheinlich, dass das wegbrennt. Also, abbrennt. Durchbrennt. Zubrennt. Whatever. So, ihr könnt mir jetzt eigentlich... Was wollt ihr denn jetzt machen? Ich hatte irgendwas in den Kopf. Das war wichtig. Irisch. Ach, Feierabend wollte ich ja machen. Mensch, da war ja was. 30 Minuten und so, wa? Klappt ja gut. So, du kannst wieder zurück. Ja, das mit dem Stoff, das ist ein bisschen schleppend. Gut, zwei haben wir. Zwei machen wir noch ran. Machen wir aber ja später. Wir machen erst die eine Seite hier komplett fertig. Und dann passt das schon. Wie gesagt, ich weiß auch noch nicht, wie ich das mache. Vielleicht machen wir hier ein Zweiersteg, das aus Glas später. Hier in Richtung Wasser. Aber wie gesagt, wir könnten das ja auch später wieder abbauen. Müssen wir mal kicken. Oder ich baue das extra. Ich weiß es noch nicht. Ich muss es auch noch nicht wissen. So, kann ich jetzt schon? Nee, ich habe keine Seine. Ist doch ein Teufelskreis, wa? Ich brauche das für einen Bogen. Shit, jetzt haben wir wieder. Genau damit haben wir angefangen. Mit drei Stück. So, und seht ihr, die Quest haben wir auch fast abgeschlossen. Mal Holzbogen sind wir dabei. Und dann Kleinwild, das heißt Hase oder Hühnchen. Na, das wird was. Seht ihr, da ist gerade eine Kiste gespawnt. Aber... Scheiße, ich wusste es. Gut, jetzt mit runter, Karin. Hast du dir zu... Wie viel Öl kriegt denn ihn? Shit, zu viel gequatscht. Ja, ja, so war passiert. Gut, ist jetzt nie so gut gelaufen. Kevin hat er denn zum Schluss doch nochmal verkackt. Naja, das ist die nächste Kiste und das aber auch schon wieder der Bär. Und ich will den nicht nach uns locken. Naja, gut, Leute. Ich würde mal sagen, ich werde mal kurz die Nacht hier absitzen. Wir sehen uns dann quasi morgen. Dann machen wir hier weiter, dann bauen wir hier ein bisschen die Sache ein bisschen größer, wa? Und ich bräuchte einen Hammer. Also, bis dann, ich bin dann erstmal raus. Tschüss.